Wer meint, Leichtathletik sei out, der irrt gewaltig. Bei diesem Kinder-Zehnkampf hier am Rosenhain in Graz messen sich 200 Kinder und Jugendliche aus der ganzen Steiermark im Laufen, Werfen und Springen. Bereits gestern Abend ging das Fußball-Derby zwischen Kapfenberg und Sturm über die Bühne und da hatten die Grazer das bessere Ende für sich. Stelle. Derby-Stimmung gab es heute Nachmittag auch bei den Volleyballerinnen. Zum Auftakt der zweiten Bundesliga standen sich die Damen von ATSE und UVC Graz gegenüber. Vortex oder Heuler heißt jenes Wurfgerät, das bei den Kleinen den Speer ersetzt. Aber gerade diese kindgerechten Bewerbe wecken die Begeisterung der Kinder für die Leichtathletik. Nicht nur aufgrund der handlichen Wurfgeräte ist die Leichtathletik bei den Kindern wieder im Kommen. Das beweist schon die Teilnehmerzahl an diesem Zehnkampf, die um 40 höher liegt als im Vorjahr. Und die Begeisterung beim Hürdenlaufen, dem Stabhochsprung oder eben dem Forsterwerfen ist greifbar. In erster Linie geht es darum, Freude an der Bewegung zu wecken. Natürlich soll aber auch das eine oder andere Talent gefunden werden, das vielleicht hilft, in ferner Zukunft den österreichischen Leichtathletiksport wiederzubeleben. Dieser Kinderzehnkampf selbst jedenfalls darf bereits als erstes kräftiges Lebenszeichen gewertet werden.